Hallihallo und willkommen zurück bei Amnesia. Ja, ich freue mich ja total wieder dieses Spiel zu spielen. Vor allem, weil wir hier unten sind und ich weiß noch, dass ich das nicht so geil fand. Aber naja, gucken wir mal. Tun wir das Beste daraus und ich finde es cool, dass ich diese Ketten anfassen kann. Ich weiß noch, dass ich hier war, weil ein Monster rumgelaufen ist. Und scheiße, mein Lampenöl ist alle. Inventar. Da ist es ja. So viel haben wir nicht mehr. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube, ich bin von dort weggerannt. Okay, die ist zu. Also die Geräusche hier finde ich schon ziemlich ekelhaft, muss ich mal sagen. Gammeliges Brot ist immer gut. Okay. Oh, die Geräusche sind echt eklig. Das finde ich nicht toll. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich versuche, irgendwas zu hören. Ich weiß dummerweise nicht, wo ich herkomme. Muss ich wohl mal ein bisschen rumgucken hier. Komme ich von hier? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Komme ich von hier? Ah ja, stimmt, das ist der Fahrstuhl gewesen. Alles klar, gut. Ich musste mich jetzt nur noch mal ein bisschen. Sehr dunkel hier. Ein bisschen orientieren. Weil ich eigentlich wirklich gar nichts mehr weiß. Komm, heul hier rum. Hier ist doch genügend Licht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Und guck mal, was es hier so gibt. Außer Dunkelheit. Laufen Ratten rum. Cool. Es ist ja ganz schön dunkel. Kann ich hier irgendwie Licht anmachen? Natürlich nicht. Doof. Die sind übelst süß. Sehr süß. Ich mag ja Ratten und Mäuse. Wenn mein Hamster irgendwann mal tot ist, dann werde ich mir Mäuse zulegen, übrigens. So, da hinten waren wir auch. Also, wieso ist da Licht dahinter? Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt hier hoch. Ich glaube, hier wurde ein Monster getriggert, als wir hier hochgegangen sind. Ich weiß es nicht mehr. Was ich auch sehr lustig finde, oder auch nicht so lustig, sondern eher verstörend. Ich habe zwar das Let's Play geguckt, mehrere Male, aber an diesen Abschnitt hier kann ich mich null erinnern, wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich zuerst lang gehe. Ich glaube erstmal hier lang. Das ist nichts. Ich glaube, ich gehe doch lieber den anderen Weg. Nicht, weil ich es hier gruselig finde, sondern eher, weil dort nur eine Tür ist und da geht es in drei verschiedene Richtungen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Vielleicht ist diese Tür auch zu, wer weiß. Und vielleicht gibt es ja auch verschiedene Richtungen. Na toll. Vielen Dank auch.
Es ist abgeschlossen. Das Schloss ist jedoch korrodiert und weist einige Schwachstellen auf. Na, wenn ich da nicht irgendwas brauche. Okay, das geht nicht. Ich meine, versuchen kann man's, ne? Okay, das geht alles nicht. Ist jetzt nicht so schlimm. Was ist das hier? Where is she? Where did she go? No. Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Okay. Was ist das denn? Ein Meißel. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das für die Tür gedacht ist. Hier sind Rosenblätter runtergefallen, das ist ja ganz toll. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich will eigentlich gar nicht hier rausgehen. Hallo? Ich habe ja eigentlich einen Hammer, ne? Und ein Hammer und ein Meißel, das weiß ja eigentlich jeder, geht beides zusammen. Okay. Ich habe nicht mal was dafür gebraucht, also keinen Hammer. Es ging auch so. Was? Dankeschön. Das ist aber hübsch. Hier liegt wieder Edgar rum. Komm, mach mal ein bisschen Licht hier. Hier ist sonst nichts, na gut. Hä? Wie jetzt das war's? Ich dachte, hier ist vielleicht irgendwas Sinnvolles. Irgendwas Sinnvolles? Vielleicht auch nicht, gut. Naja. Dann halt nicht. Gehen wir halt weiter. Okay, hier unten zieht's auch offensichtlich. Ich mach hier nochmal Licht an. Zu dunkel. Hier geht's auch auf. Hier sind wieder Ratten. Yay! Oh! Cool. Gib mal her den Shit. Huch. Danke. Ja gut. Wenn keine Monster kommen, soll es mir recht sein, ne? Also... Hier ist Licht drin, das finde ich ja ganz toll. Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine, I promise. Okay. Also ich will ja jetzt keine wilden Vermutungen anstellen, aber ich glaube, darunter ist ein Loch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke es einfach mal. Aber bevor ich da irgendwie was angucke, weil ich gehe dann davon aus, dass ich da noch weiterkomme, also durch das Loch, gucken wir uns erstmal den Rest an. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Bilde ich mir ein. Woher komme ich denn? Ach, hier ist wieder das. Okay. Kann das sein, dass hier manchmal die Lichter ausgemacht werden? Ich habe irgendwie das ungute Gefühl. Hier ist wieder was zu. Okay. Mach dein Ding. Ich habe kein Problem damit. Von da kamen wir vorhin und hier geht auch noch ein Weg runter. Ach, hier ist auch ein Schloss.
Okay. In gutem Zustand. Na, da würde ich ja denken, dass ich dafür einen Schlüssel brauche oder so. Uncool ist, dass da ein Monster rumrennt. Woher kommen die Geräusche? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt durch das Loch, das womöglich unter dem Bett ist. Hier, genau. So, dann schieben wir das mal beiseite. Yay! Wer hätte es gedacht? Notblock. Oh, da kommt sogar ein Türsymbol. Jetzt will ich nur mal kurz was testen. Einfach nur aus wissenschaftlichem Interesse. Ob man da was rein... Geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Gehen wir rein. Okay, Moment. Notizen. Irgendwas hat er geschrieben. Nee, das ist es nicht. Das hier. In einer der Zellen ist ein Lombard. Mhm. Und wie soll ich das bitte machen? Damit? Ah. Cool. Hat es ja doch noch was genützt. Das ist ja nett. Ja, dann gehen wir mal runter, ne? Ich freue mich. Auf jeden Fall. Interessant. Ich weiß zwar nicht, wie zwei Frauen es schaffen, so einen Tunnel auszuheben. Also ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich das könnte. Aber gut. Wenn sie meinen. Komisch ist, dass der... doof. Dass der Eimer, den ich runtergeworfen habe, nicht da ist. Finde ich schade. Sehr schade. Oh. Hat das Mädchen das eigentlich geschafft, wegzukommen, oder wurde die umgebracht oder so? Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenne die doch nicht. Ich habe schließlich mein Gedächtnis verloren oder so, ich weiß es doch nicht. Ich bin mal so frei, ein bisschen leise zu sein, wegen dem Monster, das hier rumläuft. Ich habe nämlich nicht unbedingt Lust, von dem aufgeschmissen zu werden. Was sind das für Geräusche? Okay, cool. Bevor es aus Versehen ausgeht. Zellenbereich 3. Ich gehe einfach nur hier lang, weil ich mich dafür entschieden habe. Was ist das?